Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Lesemonat. Es ist Oktober und ich habe bereits zwei Bücher aus dem letzten Monat mit rübergenommen und in den ersten beiden Oktobertagen noch beenden können. Und ich habe beide sehr, sehr gern gelesen. Ich hoffe, euer Lesemonat ist auch gut gestartet und jetzt wollen wir mal gemeinsam gucken, welche beiden sehr unterschiedlichen Fantasy-Bücher denn bei mir zuerst gelesen waren. Ich habe einmal Erwachsenen-Fantasy gelesen mit dem furchtbarsten Cover der Welt, aber Ruth von Zwischentausend Zeilen und auch die liebe Katrin von Dragon Stories haben beide diese Reihe von Ilona Andrews sehr mir ans Herz gelegt und darum habe ich mal das erste Buch, den ersten Band gelesen. Und das zweite Buch ist auch ebenfalls Fantasy, allerdings Kinder. Fantasy. Und ich bin so glücklich, dass ich auf dieses Buch aufmerksam gemacht worden bin, denn Minna und die magische Stadt von Carina Zacharias war ein Rezi-Exemplar aus dem Wunderhaus Verlag. Und die liebe Carina ist ja eine Booktube-Kollegin von mir. Ich hoffe, ihr kennt sie alle, denn sie schreibt schon seit längerem selbst Bücher, ist Autorin und ja, Minna ist jetzt ganz frisch erschienen und ich durfte es lesen. Und ja, Carina, was soll ich sagen? Meine Kinder und ich lieben Minna und deine Welt, die du hier erschaffen hast. Minna ist ein junges Mädchen, wie ihr auf dem wunderschönen Cover ja auch sehen könnt. Und Minna lernen wir am Anfang dieser Geschichte kennen, als sie als Waisenmädchen bei zwei Schwestern, so ältlichen Schwestern aufwächst, unweit der magischen Stadt in einem kleinen Dorf und sie wird eigentlich als Arbeitskraft missbraucht. Die beiden Älteren sind alles andere als nett zu ihr. Sie hat von früh bis spät nur zu tun und wenn sie das nicht zu deren Zufriedenheit macht, wird nur geschimpft. Und Minna hat irgendwann die Nase voll. Sie möchte in die magische Stadt und möchte eine Ausbildung machen. Das Handwerk erlernen. Es gibt so einige Handwerker in der magischen Stadt. Und sie wird am Tor, als sie dort ankommt, direkt als Lehrling des Buchbinders eingetragen. Denn nur dann, wenn man ein Lehrling ist, hat man die Möglichkeit, in diese Stadt hineinzukommen überhaupt. Und dass da eine Stelle frei ist und dass Minna das bekommt, diese Stelle, ist quasi ein Wunder. Denn Minna hat sich die Haare abgeschnitten, sie darf nur als Junge in so eine Ausbildung gehen. Mädchen dürfen das nicht. Und bei diesem Buchbinder möchte auch niemand in die Lehre gehen, denn er bindet schon seit vielen Jahren überhaupt keine Bücher mehr. Welche Magie dieser Buchbinder hat und was ihn dazu gebracht hat, aufzuhören, das wird Teil unserer Geschichte sein. Auch Minna mit ihrer Tarnung als kleiner Junge wird so einige Abenteuer in dieser Stadt erleben. Und das Buch hat eine ganz, ganz tolle Message, finde ich. Es ist ein Buch, das zeigt, dass eben Mädchen genau dasselbe machen dürfen in ihrem Leben wie Jungs und dass es da keinen Geschlechterunterschied geben sollte. Es ist ein Buch, was ganz viel Mut macht. Es ist ein Buch, das Handwerk ehrt. Ich finde es ganz besonders toll, dass es hier auch ein Lied zu diesem Buch gibt, zu dieser Geschichte. Das kann man hier über den QR-Code scannen und dann sich anhören. Und das Buch hat ganz, ganz viele Handwerkskammern im Abspann, sage ich mal. Und ist unterstützt vom Handwerk in Deutschland. Und das finde ich so schön, dass da ja einfach auch Handwerk so wertgeschätzt wurde. Minna ist begleitet von ihrem kleinen magischen Käfer. Ich weiß nicht, ob ihr den erkennen könnt. Da ist er. Der ist mechanisch und hat trotzdem so ein bisschen sein Eigenleben. Minna hat einen Schlüssel um den Hals, auch um diesen. Und das Geheimnis dieses Schlüssels geht's. Und ob Minna Magie hat und wie diese magischen Bücher zu binden sind, das müsst ihr dann hier selber lesen. Ich fand es ganz, ganz toll. Minna hat großartige Freunde an ihrer Seite. Es ist ein Buch, was ganz viel Wärme hat. Ein Buch, was wirklich Spaß macht, mit den Kindern zu entdecken. Und wo die Figuren, die man nicht mag, auch wirklich ihr Fett wegkriegen. Das ist auch wirklich schön. Und Minnas Geschichte wird auch richtig spannend. Also ja, ich kann es wirklich empfehlen. Es hat 4 Sterne bekommen. Die Kinder lieben die Geschichte auch. Wir sind noch nicht durch. Ich habe es jetzt zuerst selbst gelesen und lese es jetzt den Kindern vor. Aber ich kann schon mal sagen, dass mich das Buch sehr begeistert hat.
Und im Gegensatz zu diesem Kinderbuch habe ich dann dieses Erwachsenen-Fantasy-Buch gelesen. Und durch diese ganzen Empfehlungen, die ich darüber gehört hatte, waren meine Erwartungen auch relativ hoch. Die sind auch wirklich zum allergrößten Teil erfüllt worden. Also ich habe 4 Sterne vergeben, ein richtig toller Reihenauftakt. Und ich kann mir vorstellen, dass ich, wenn ich Lust habe, wieder auf Fantasy, da weiterlesen werde. Es ist die Kate Daniels-Reihe, so nennt sie sich auch. Und wir lernen Kate hier am Anfang auch direkt kennen als Söldnerin. Sie lebt in Atlanta und Atlanta ist nicht wie unser heutiges Atlanta, sondern es ist eine Stadt, in der ganz, ganz viel Magie herrscht und es immer wieder so magische Wellen durch diese Stadt ziehen, die dann eben auch für Unruhe in der Stadt sorgen. Es ist ein tolles Worldbuilding. Kate ist halt Söldnerin. Sie wird von verschiedensten Institutionen, Magiern und irgendwelchen düsteren Verbänden engagiert, um die Dinge zu tun, die unerledigt blieben, die vielleicht auch ein bisschen sich die Hände schmutzig machen bedeutet. Und Kate ist sehr tough. Die kommt da gut klar mit, die hat schon so einiges an Kampferfahrung und egal, was man ihr aufträgt, bis jetzt als Söldnerin hat sie das erledigen können. Sie ist aber auch nicht unverwundbar oder sowas, sondern sie ist wirklich einfach eine Frau, die ganz viel Menschliches hat und die auch so ihren eigenen Struggle hat. Es ist ein Punkt am Anfang des Buches, wo Kate quasi der Boden unter den Füßen weggezogen wird und sich plötzlich für sie alles ändert. Denn jetzt auf einmal wird ihr bester Freund Greg ermordet aufgefunden. Und es ist total unklar, warum er ermordet wurde und wer das getan hat. Sie geht auf Spurensuche und plötzlich hat sie ein eigenes Interesse, diesen Fall aufzuklären. In dieser Stadt herrschen natürlich verschiedene magische Dinge vor. Es gibt Vampire, es gibt Werwölfe und den Clan der Werwölfe. Es gibt ihre Auftraggeber, eine magische Loge quasi, die sie immer wieder engagiert, zu der auch Greg gehört hat. Und irgendwie hat jeder den anderen bezichtigt, diesen Mord begangen zu haben. Und Kate will einfach wissen, was ist hier wirklich Wahrheit und warum musste Greg sterben? Und das auf sehr, sehr ungewöhnliche Art und Weise auch, denn Greg war unglaublich stark als Magier. Und ihn zu beseitigen, das kann beileibe nicht jeder. Es muss ein außergewöhnlich starkes Wesen oder Magier gewesen sein. Ja, und diese verschiedenen magischen Arten kennenzulernen. Wie sind hier die Vampire als ja fast schon tierähnliche Wesen dargestellt? Die Werwölfe, die sich verändern können, die ihre Gestalt ja wandeln können. Kate dazwischen als sehr kampferprobt, aber eben halt menschlich, die auch ein Geheimnis mit sich trägt und die nicht unverwundbar ist und trotzdem eine sehr, sehr taffe Persönlichkeit hat und die man entweder ins Herz schließt oder man findet sie vielleicht auch arrogant und unsympathisch. Keine Ahnung. Ich mochte Kate und ich mochte auch, wie die Welt hier aufgebaut ist. Natürlich wird der Fall rund um den Greg hier gelöst im ersten Band, aber es werden so viele Fäden auch gesponnen, dass man schon erahnen kann, wie diese Reise von Kate hier weitergehen wird und dass ihre Geschichte noch lange nicht auserzählt ist. Das macht Spaß, das macht Freude auf mehr und es endet eben hier in keinem Cliffhanger, was den Fall Greg angeht, aber schon in einem, wie geht's mit Kate hier weiter? Und das hat ja großen Spaß gemacht, war eine tolle Welt, habe ich sehr, sehr gern gelesen und werde die Augen aufhalten nach den anderen Bänden und die mir vielleicht dann in der Bücherei ausleihen. Das nächste Buch, was ich beendet habe, war ein Rezensionsexemplar aus dem Diogenes Verlag und das ist Das Gesetz der Natur von Solomonika de Winter. Für den Diogenes Verlag ein sehr außergewöhnliches Cover, wie ich finde, denn sie sind abgewichen von ihrem normalerweise typischen weißen Cover. Solomonika de Winter ist die Tochter von Leon de Winter, auch ein bekannter Autor aus dem Diogenes Verlagsprogramm. Und das ist ihr zweites Buch, wenn ich mich richtig informiert habe. Und sie schreibt hier eine sehr besondere Protagonistin. Wir lernen Gaia Marinos kennen als Mutantin. Die Welt, wie wir sie kennen, ist untergegangen und es wird nirgendwo großartig erklärt, aber all das, was man herauslesen kann zwischen den Zeilen, fühlt sich für mich so an, als wäre es ein Atomkrieg gewesen, der die Menschheit dem Untergang geweiht hat. Es ist eine Welt, die
ohne Schrift auskommt. Es ist eine Welt, in der es nur ganz, ganz wenige gelehrte Menschen gibt, die überhaupt noch lesen können. Es ist eine Welt, die sehr grausam den Mutanten gegenüber ist und diese ausrottet. Und Gaia, unsere Protagonistin, ist 17 Jahre alt zu Beginn der Geschichte. Sie lebt als Mutantin, als wahrscheinlich eine der letzten ihrer Art, ganz zurückgezogen in der Natur, in der Wildnis. Sie hat eine kleine Hütte, in der sie lebt, und dort sind zwei Männer bei ihr. Das ist einmal ein Jäger und ein Lehrer. So nennt sie sie auch die ganze Zeit. Sie haben keine Vornamen. Und der Lehrer bringt Gaia das Lesen bei. Und es gibt im Grunde kaum noch Bücher, Schriftstücke aus der vergangenen, untergegangenen Welt. Es gibt nur noch ein paar wenige Schriftrollen und das, was aufgeschrieben wurde, was jetzt die neuen Gesetze dieser neuen Welt sind. Und die Handvoll Gelehrter, die es auf diesem Planeten gibt, die verbreiten ihr Wissen nicht. Also es wird immer nur von einer auf die nächste Generation Gelehrter weitergegeben. Und dass Gaia lesen kann, wird ihr das Leben retten. Und das ist absolut eine Sensation, dass sie das kann. Der Jäger bringt ihr alles bei, was man zum Überleben in der Wildnis braucht. Und es kommt eines Tages, wie es kommen muss. Die drei werden entdeckt von zufällig vorbeiziehenden Soldaten. Und so wird Gaia gefangen genommen. Und dass sie lesen kann, wird ganz, ganz schnell zu einem ihrer größten Funde, mit denen sie wuchern kann. Dieses Buch ist halt sehr dystopisch angehaucht. Es wird niemals erzählt, was passiert ist, warum die Menschheit untergegangen ist. Es fühlte sich aber beim Lesen, wenn man die Natur sich anschaut und wenn man die Gegenden sich anschaut, durch die Gaia hindurch wandert in dieser Gefangenschaft, dann wird einem klar, dass das atomar verseuchtes Gebiet sein muss und dass so auch die Mutationen entstanden sein müssen. Und Gaia wird als die letzte Mutantin große Abenteuer bestehen müssen. Ich fand, dass in diesem Buch das Worldbuilding sehr gelungen war. Ich fand die Sprache von Solomonica de Winter ganz außergewöhnlich. Ich musste wirklich ein paar Kapitel lesen, bis ich reinkam, denn es ist komplett in der Vergangenheitsform erzählt. Und es fühlt sich manchmal sehr hölzern an. Es fühlt sich manchmal fast schon biblisch an, wenn man dieses Buch liest, als würde man im Alten Testament lesen. Und das muss man tatsächlich mögen. Also wenn ihr diese Dystopie lesen wollt, dann schaut euch unbedingt die Leseprobe an, ob ihr mit der Sprache klarkommt. Für mich war es dann nach ein paar Kapiteln in Ordnung. Ich war dann drin. Ich fand, dass im Mittelteil dieses Buches es sehr viele politische Ränkeleien gab, sehr viele Schlachten und Kriegsschauplätze gab. Das war für mich sehr langatmig. Es hätte für meinen Geschmack etwas straffer erzählt werden können. Was absolut positiv herauszuheben ist, ist die Liebe zum Detail, die die Autorin an den Tag legt. Es ist ein Kostümfestival. Es ist so detailliert beschrieben, wie Gaia aussieht, wie ihre Montur aussieht, wie der Lehrer, der Jäger ausgestattet sind, wie Soldaten ausgestattet sind. Woran unterscheidet man die Soldaten in ihren Uniformen? Die einzelnen Schwerter und Waffen, die in diesem Buch vorkommen, sind so liebevoll ausstaffiert, dass ich glaube, dass das auch ein Steckenpferd der Autorin ist. Das spürt man, dass sie sehr viel Wert auf dieses Erscheinungsbild ihrer Protagonisten legt und auf deren Waffen. Gaia hat eine besondere Gabe als Mutantin, die ich sehr gut erzählt fand in ihrer Entwicklung. Zu Beginn wissen wir nur, wie Gaia aussieht, wie die Mutationen bei ihr auf der Haut Veränderungen gemacht haben, vor allem an ihren Händen. Und im Verlaufe der Geschichte wird eine Gabe hier zutage kommen, die wirklich ganz, ganz toll erzählt worden ist. Und das ist einer der großen Pluspunkte, diese Entwicklung, die Gaia macht und vor allem, wie sie ihre Gabe entdeckt, wie sie die Mutation für sich zu nutzen weiß. Das ist definitiv auch ein Pluspunkt von diesem Buch. Ich fand das Ende sehr abrupt und ich glaube, dass das ein Reihenauftakt sein wird. Ich habe keine verlässlichen Informationen gefunden, aber immer mal wieder wurde erwähnt, dass es eine Reihe werden soll. Das habe ich beim Lesen dieses Buches nicht gewusst und habe das Ende deshalb als ein bisschen abrupt empfunden.
Wenn es denn aber eine Reihe ist, dann kann ich total gut verstehen, warum das Ende erzählt worden ist, wie es erzählt wurde, denn ab da öffnen sich Möglichkeiten und das öffnet auch diese Geschichte für weitere Bände. Dieses Buch hat jetzt von mir 2,5, 3 Sterne bekommen. Das lag daran, dass ich etwas falsche Erwartungen, glaube ich, hatte. Ich hatte eher die Idee, dass es hier mehr in die Richtung Fantasy gehen könnte. Dann war der Mittelteil für mich zu schlachtengeprägt und zu ausschweifend erzählt. Beginn und Schluss fand ich allerdings wieder sehr gut. Und die Sprache war doch für mich nicht so, dass ich schnell durchflog durchs Buch. Es war eine sehr außergewöhnliche Sprache, die den Leser zwingt, sehr genau hinzuhören oder zu lesen. Und man fliegt nicht so durch die Seiten, weil man sonst schnell was verpasst. Und ich würde euch aufgrund dessen auf jeden Fall zur Leseprobe raten, um zu schauen, kommt ihr mit dieser fast schon biblisch anmutenden Vergangenheitsform hier zurecht. Das ist absolut gewöhnungsbedürftig. Ja, aber insgesamt hat mir das Worldbuilding gut gefallen. Ich fand Gaia sympathisch, bin ihr aber nie richtig nahe gekommen, obwohl ihr so viel passiert in diesem Buch, was ihr auch vor allem als Frau passiert, nicht nur als Mutantin, sondern auch als Frau passiert, dass ich eigentlich gut hätte connecten können über die Themen, die Gaia umgeben und die sie betreffen. Aber das ist mir nicht so gut gelungen. Und deswegen war sie für mich eher eine ferne Protagonistin, auch wenn wir viel aus ihrer Innenperspektive hören. Das alles hat mich jetzt dazu bewogen, nicht mehr Sterne zu vergeben. Ich glaube, dass ich die Reihe auch nicht weiterlesen werde, weil sie für mich mit dem Ende, das das Buch bekommen hat, in Ordnung ist, auch wenn es schon Möglichkeiten eröffnet, wie diese Geschichte weitergehen kann. Aber ich glaube, dass einfach diese Autorin mit ihrer Art, Geschichten aufzubauen, nicht meinen Nerv trifft. Und deswegen habe ich leider nur 2,5, 3 Sterne vergeben. Wenn ihr Dystopien liebt, dann schaut euch die Leseprobe an und entscheidet, ob das was für euch sein könnte oder nicht. Dann habe ich auch bei der Leserunde der lieben Bookfriends mitgemacht. Und zwar haben wir diesen Monat uns auf Goodreads zusammengefunden in einer Leserunde und haben den Klassiker Sturmhöhe von Emily Brontë gelesen. Ich habe mich lange gescheut, dieses Buch zur Hand zu nehmen, weil ich von vielen Seiten gehört habe, dass es sehr düster sein soll. Nicht zu vergleichen mit Jane Eyre, was mir ja sehr gut gefallen hatte. Und das ist auch keine Liebesgeschichte im klassischen Sinne beinhaltet. Und ich war dann mutig genug, in der Leserunde mit ganz vielen anderen gemeinsamen MitleserInnen dieses Buch anzugehen. Und ich habe es nicht bereut. Sturmhöhe ist ein sehr außergewöhnliches Buch, für die damalige Zeit auch sehr, sehr düster. Es hat schon fast was von so einer Gothic Novel, finde ich. Es lotet sehr tiefe menschliche Abgründe aus und es hat Spaß gemacht, sich darüber auszutauschen, auch wenn dieses Buch zu lesen nicht wirklich Spaß gemacht hat. Es war sehr, sehr düster. Und manchmal musste ich mich auch so ein bisschen dazu zwingen, weiterzumachen, denn die Figuren sind alle sehr sperrig und nicht sympathisch. Es ist wirklich viel, viel Düsternis hier drin, sowohl in den Figuren, in ihren Sichtweisen, aber auch in den Handlungen. Es hat sehr viel Gewalt hier eine Rolle gespielt, physische, aber auch psychische Gewalt, und das war nicht ohne. Es geht hier um ein Anwesen in Yorkshire, das Wuthering Heights heißt, also die Sturmhöhe, und ein neuer Pächter, der heißt Mr. Lockwood, muss seine Nacht auf dieser Sturmhöhe verbringen, denn ein Sturm hat ihn dort quasi eingeschlossen und er muss auf diesem geheimnisumwitterten Anwesen des Gutsherrn Heathcliff übernachten. Hier erfährt er die Geschichte seines düsteren Gastgebers. Dieser wurde als Findelkind von der Familie Earnshaw aufgenommen und er fühlte sich auf das Innigste mit seiner Stiefschwester Catherine verbunden. Doch die junge Catherine heiratet den angesehenen Nachbarn, Edgar Linton. Tief verletzt schwört Heathcliff Rache. Rache, die sich über viele Jahre und Generationen hinwegziehen soll. Ja, es ist also keine klassische Liebesgeschichte. Es ist sehr, sehr stürmisch
Und Sturm um Toast, das passt perfekt in diese düstere November-Herbst-Lesestimmung. Da könntet ihr mit Sturmhöhe genau ins Schwarze treffen. Das würde ich nicht im Hochsommer empfehlen zu lesen. Und es ist auch ein Buch, was ja sehr viel Gesprächsstoff bietet. Und ich glaube, man findet kaum irgendeinen Charakter in dieser Geschichte, den man wirklich sympathisch finden kann. Es war aber auf jeden Fall die Lektüre wert, denn es ist absolut ein Klassiker. Und auch wenn es nicht mein Lieblingsklassiker wird, bin ich doch froh, es jetzt gelesen zu haben und mitreden zu können, wenn es um die Sturmhöhe geht. Dann habe ich ein Buch gemeinsam mit Maike gelesen. Wir hatten es beide auf dem Sub und haben relativ spontan entschlossen, es gemeinsam zu versuchen, denn wir waren uns vor Beginn des Buches schon einig, dass das eine sehr harte Kost werden könnte. Und es ist eine Mischung aus einer Erzählung, einer Nacherzählung von wahren Begebenheiten und einem Sachbuch, das uns eben beiden sehr viel abverlangt hat. Einer von uns von Esne Sayersdad, eine Geschichte eines Massenmörders. Und zwar geht es hier um die Insel Utøya, wie ihr sie auf dem Bild hier auch sehen könnt, die in die Schlagzeilen geraten ist, als dort Anders Behring Breivik einen ja, Massenmord veranstaltet hat. Ein Zeltlager von einer politisch motivierten jugendlichen Organisation dort in Norwegen hat dort stattgefunden und Anders Behring Breivik hat die erst eine Bombe im Regierungsviertel hochgehen lassen und dann sehr viele Jugendliche auf dieser Insel erschossen. Insgesamt sind am 22. Juli 2011 77 Menschen durch seine Hand gestorben. Und dieses Buch ist entstanden daraus, dass die Autorin, eine Journalistin, sich diesem Fall nochmal angenommen hat, auch mit ganz, ganz vielen betroffenen Familien und dem Mörder selber gesprochen hat, die Gerichtsverhandlungen sich angeschaut hat und sie hat erst nur zusammentragen wollen für eine Reportage, für einen ja, journalistischen Bericht und daraus ist dann irgendwann ein Buch entstanden, weil sie ja aufmerksam machen wollte, woraus dieser politische Hass sich in diesem Mann überhaupt, ja, wo er wurzelt, wie er entstanden ist und wie seine Persönlichkeitsstruktur gestrickt ist, dass er fähig war zu dieser Tat. Und sie wollte den Opfern ein würdiges Andenken bieten und hat ihre Geschichten vor diesem Ferienlager, vor diesem Zeltlager erzählt und auch wirklich ganz genau erzählt, wie sie zu Tode gekommen sind, wo sie gefunden worden sind auf der Insel, wer bei ihnen war. Und dazu musste die Autorin ziemlich ausholen. Das war auch das, wo ich am Anfang ja, mich sehr schwer mitgetan habe. Die erste Szene ist direkt das Massaker. Da hat man das Gefühl, okay, wenn ich das gelesen habe, dann habe ich erstmal das Schlimmste hinter mir. Und dann fängt sie an mit Anders Behring Breivik als Kind, seinen schwierigen Familienverhältnissen. Die politische Lage im Land wird ganz genau aufgedröselt. Jemand, der nicht Norweger ist, der kann mit diesen Parteinamen und den ja, Politikern, die hier eine Rolle spielen, jetzt erstmal nicht wirklich was anfangen. Und das hat es mir ein bisschen schwer gemacht, diese politische Situation in Norwegen zu durchschauen. Dann hat sie ganz viele einzelne spätere Opfer hier beleuchtet, wer sie waren, wie sie waren als Menschen, was sie dazu bewogen hat, in auf diese Insel zu fahren und sich diesem Ferienlager anzuschließen und ja, wie sie dann auch zu Tode gekommen sind. Die Vorbereitungen von dem Mörder hier mitzuerleben, mitzulesen, wie viele Monate und Jahre er das im Vorhinein geplant hat und in welcher Akribie, das war schwer auszuhalten. Ich fand es ganz besonders bestürzend, welche Fehler gemacht worden sind, die ihn hätten aufhalten können, wäre es richtig gelaufen. Die Fehler, die der Polizei unterlaufen sind, den Ermittlern unterlaufen sind, wie oft er fast erwischt worden wäre mit seinem Tun und die Gerichtsverhandlung und auch wie er sich im Nachhinein dazu geäußert hat, all das ist schwer zu lesen. Ganz besonders schwer ist es mir gefallen, dieses Attentat selbst zu lesen. Und ich habe danach eine Dokumentation geschaut und ja, es ist mir sehr, sehr viele Tage sehr, sehr nahe gegangen. Also das ist ein Buch, was das Geschehen total lebendig macht, was für mich von dieser politischen Situation in Norwegen her
nicht so spannend war. Ich habe das natürlich ja gelesen, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht der Experte bin für norwegische Politik und deren Parteien und so weiter. Das hat es mir ein bisschen trocken gemacht. Es war natürlich aber wichtig, um zu verstehen, was in dem Attentäter vorgegangen ist und wie er motiviert war, diese Situation herbeizuführen. Und ja, ein sehr schwer auszuhaltendes Buch. Ich habe es mit Maike gemeinsam geschafft. Wir haben es zusammen gelesen, aber es hat uns sehr viel abverlangt. Also das kann man auch schwer in Sternebewertungen fassen, denn ich finde, das wird dem Buch einfach nicht gerecht, wenn man hier Sterne bewertet. Aber es ist auf jeden Fall, um dieses Attentat zu verstehen, absolut gelungene Lektüre, aber es ist auch sehr, sehr bis ins Detail ausformulierte Lektüre und das muss einem bewusst sein, wenn man dazu greift. Die letzten zwei Bücher für den Lesemonat Oktober waren richtig gute Bücher. Das erste, was ich euch hier zeigen möchte, ist der dritte Band aus der Nightingale-Schwestern-Reihe. Das ist Sturm der Gefühle. Und ich war nach dem zweiten Band ja schon so weit, dass ich gerne weiterlesen wollte, aber ich habe jetzt da auch keine Eile mitgehabt. Umso glücklicher bin ich, dass ich den dritten jetzt gelesen habe, denn ich fand, das war der stärkste bisher der drei Bücher aus dieser Reihe. Das Buch war für mich gefühlsstärker als die da, davor, die beiden. Also irgendwie war ich hier bei den Figuren viel, viel näher dran. Und ja, zu der Reihe und zum Inhalt dieser Reihe kann man beim dritten Band natürlich jetzt nicht mehr so viel sagen, außer dass wir wieder in London unterwegs sind, am Nightingale Hospital und die jungen Schwestern, Schülerinnen jetzt weiter begleiten. Und zwar ist die älteste der drei Protagonistinnen, die Helen, jetzt soweit, ihre Ausbildung zu beenden. Die beiden jüngeren, Millie und Dora, sind im zweiten Lehrjahr sozusagen. Und es ist 1936, es deutet sich schon diese politische Lage an. Es ist hier in dieser Geschichte noch viel mehr Augenmerk auf bereits angedeutete Geschichten aus den ersten zwei Büchern gelegt worden. Wir tauchen viel tiefer ein und es hat mich auch besonders eine Szene hier sehr, sehr gerührt. Also hat mir wieder sehr gut gefallen und ich möchte die Reihe auch gerne weiterlesen. Band 4 habe ich jetzt auf der Wunschliste stehen. Es ist eine tolle Seifenoper in Buchform mit ein bisschen Tiefgang. Also es lässt sich sehr leicht weglesen und ja, ich finde immer wieder, dass man hier schöne Einblicke bekommt in das Krankenhauswesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Ich weiß nicht, ob es total authentisch ist, aber es macht Spaß zu lesen. Und der Knaller kam zum Schluss. Ich habe schon so lange dieses Buch vor mir hergeschoben, weil ich mir ja so einen dicken Schinken irgendwie immer für den Herbst lieber aufhebe. Jetzt war es soweit und ich habe endlich mal reingelesen in Stuart Turton, Der Tod und das dunkle Meer. Und was soll ich sagen? Es ist ein 5-Sterne-Highlight für mich geworden. Ich habe begonnen, weil ich das Hörbuch auf BookBeat gefunden habe. Und gedacht habe, okay, vielleicht ist so ein dickes Buch ganz gut zu parallel zu hören und zu lesen, dass ich dann vielleicht doch etwas schneller durchkomme, wenn ich so auf langen Autofahrten dann zusätzlich hören kann. Und ich habe das Hörbuch angefangen und habe gedacht, Moment, 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 das sind so viele Namen direkt zu Beginn, das bekommst du nie auseinander. Du musst die im Geschriebenen lesen, um zu verstehen, wer ist hier wer. Und dann fiel mir, als ich das Buch dann geöffnet habe, auf, dass wir hier ein Verzeichnis der Passagiere zu Beginn haben. Also, da ist es. Und natürlich, wenn man das vorgelesen bekommt, kapiert man gar nichts. Ja, ich finde das Buch sehr gelungen, weil es ein historisch angehauchtes Buch ist. Der Autor betont im Nachwort sehr, dass es nicht historisch korrekt ist. Also, das sollen wir ihm bitte nicht vorwerfen. Ihm ging es eher um die Rätsel und um den Fall, den wir hier zu lösen haben, als um historische Korrektheit. Ich fand besonders cool, dass wir hier eine tolle Karte drin haben mit dem gesamten Schiff, auf dem unsere Handlung spielt,
mit jedem Raum. Wo sind die Kabinen der Adelleute? Wo ist das Deck der Matrosen? Welche Masten gibt es hier wo? Und wo ist vor allem auch die Kabine, die Zelle, in der einer unserer Hauptprotagonisten hier eingesperrt worden ist? Und all das könnt ihr dann hier in der Legende lesen. Hier sind die Kabinen und wer in welcher Kabine logiert. Das Ganze fühlt sich ein bisschen an wie Cluedo auf einem Schiff. Und das hat mich so neugierig gemacht und darum war ich dann sehr froh, als ich die ersten paar Kapitel gelesen habe, dass ich dann doch sehr schnell drin war. Obwohl es einige, viele Namen sind. Aber das macht nichts. Die Personen werden zugleich zu Beginn der Geschichte zum, ich sag mal, Dreiviertel eingeführt. Also ganz, ganz schnell innerhalb der ersten drei, vier Kapitel hat man die allermeisten, die man braucht, auch kennengelernt und ja, man kann sie auch ganz gut auseinanderhalten, denn die Figuren haben alle sehr viel Tiefgang. Das hat der Autor sehr liebevoll ausstaffiert, so seine Figuren in diesem Buch. Wir sind also 1634 auf hoher See unterwegs, und zwar mit der Saddam, ein Schiff, das von Batavia nach Amsterdam segeln soll. Und die ganze Mannschaft hier an Bord muss so einige Abenteuer bestehen. Wir sind zu Beginn der Geschichte noch in Batavia am Hafen und dort passiert etwas, dass ein Mann in Lumpen gehüllt auf eine Kiste aus Frachtgut steigt, dort rumschreit, dass der Dämon, der alte Tom heißt er, los ist und dass er dieses Schiff verfluchen wird und dass die Saddam Amsterdam niemals erreichen wird. Und daraufhin geht dieser Mann in Flammen auf, diese Lumpen, in die er eingehüllt ist, fangen Feuer. Und eine der adligen Damen, die hier auf das Schiff möchte, heißt Sarah Wessels und die beeilt sich und geht zu ihm hin, kann ihm noch aus ihrer, ja, Taschenapotheke, die sie so dabei hat, sie ist so ein bisschen eine Heilerin, kann sie ihm noch einen Schmerzsaft geben. Aber dann muss man den Mann von seinen Qualen erlösen, von diesen Verbrennungen. Und das tut ein Söldner, der auch mit an Bord dieses Schiffes gehen wird. Und zwar ist das Aaron Hayes und der, ja, gibt ihm quasi den Gnadenstoß. Und diese Verwünschung, dieser Fluch auf diesem Schiff, der wird so einiges an Auswirkungen haben. Ganz schnell wird klar, dass dieser Mann, der da jetzt gestorben ist, keine Zunge mehr hatte. Und es wird sich gefragt, wieso konnte der dann rufen? Und dann wird auch klar, dass er ein ehemaliger Matrose dieser Saddam war. Er ist also auf diesem Schiff schon tatsächlich gesegelt. Und warum er diese Lumpen anhatte und wer was mit seiner Geschichte ist, ist ein großes Rätsel zu Beginn. Ja, dann lernen wir die ganzen verschiedenen Adligen kennen, die diese Überfahrt gebucht haben, aus diversen Gründen, die eben in gut ausstaffierten Kabinen logieren. Dann haben wir die Mannschaft der Matrosen, die für das Schiff selber zuständig ist. Dann gibt es aber auch noch Musketiere, die einen Adligen hier als Leibgarde dienen. Und natürlich gibt es dann auch noch den Kapitän des Ganzen. Ja, also sehr, sehr viele Figuren. Aber ich fand, dass sie sehr gut auseinanderzuhalten waren. Dass diese historischen Kostüme, wie die Frauen gekleidet waren, wie die Musketiere aussahen, wie die Adligen ausstaffiert waren, die Matrosen, wie ärmlich und so, das war sehr, sehr detailreich, hat mir gut gefallen. Die Saddam selber als Schiff kommt auch total gut rüber, wo es knarzt und knirscht und die Segel gehisst werden. Und ja, das war Hochseeabenteuer. Und diese Legende um diesen Dämon Alter Tom, die ist nicht neu. Einer der Mitreisenden kennt das Symbol dieses alten Aberglaubens und trägt es sogar auf der eigenen Haut. Und was dann an Bord passiert, das müsst ihr hier selber lesen. Was ich sehr, sehr gut fand, war, das habe ich gerade schon erwähnt, es gibt einen Passagier, der ist gefangen. Der soll also in Amsterdam vor Gericht gestellt werden und muss jetzt in die düsterste, dunkelste Kabine auf diesem Schiff, ohne Fenster, ohne Tageslicht und dort sein Leben fristen. Das ist Sammy Pipps. Und Sammy Pipps ist in diesem Buch sowas Ähnliches wie Sherlock Holmes. Er ist total bekannt dafür, dass er ganz viele Verbrechen aufklären konnte. Er ist ein Superbrain. Er hat so gute Ideen und kann ganz, ganz häufig so gut kombinieren, dass er,
ja eigentlich als der Sherlock Holmes 1600 in Batavia gilt. Und er mit seinem Freund sind eben mit auf dieser Reise und welches Verbrechen ihm zu Füßen gelegt wurde, warum er eingekerkert wurde, kann keiner verstehen, denn eigentlich liebt die Menschen, lieben Sammy Pips. Und so hat man so ganz viele undurchsichtige Fragen zu Beginn dieser Reise. Die Saddam sticht trotz dieser massiven Drohung und Warnung von diesem Mann in Lumpen in See. Und diese ganze Lesereise fühlt sich für mich an wie Cluedo auf dem Wasser. Und wer wann mit wem wie spricht und welches Geheimnis da und dort ans Licht kommt und wer schon Bescheid wusste über welches. Und ich habe tausend Ideen gehabt. Ich habe tausend Theorien gehabt und alle waren falsch. Ich habe ganz zum Schluss eine Ahnung gehabt, was hier wirklich passiert sein könnte. Denn dieser Tote hier am Hafen bleibt nicht der Letzte, der auf dieser Reise sterben wird. Und ob Sammy Pips hier vielleicht eine Chance hat, wieder aus diesem Kerker rauszukommen, sich vielleicht irgendwie seine Ehre wieder zu retten. Das alles müsst ihr hier selber entdecken. Es ist ein dickes Buch. Es ist bei mir auch ein bisschen vergilbt, wie ihr sehen könnt. Hat knapp 600 Seiten. Und ich habe jede einzelne davon genossen. Ich fand es großartig. Ich fand die Figuren toll. Man hat hier eine ganz, ganz zarte, am Rand spielende Liebesgeschichte auch. Die ist aber wirklich überhaupt nicht im Fokus. Es macht einfach nur was mit der Atmosphäre. Wir haben sehr grausame Szenen, die aber vom Blutrunstfaktor für mich vollkommen in Ordnung waren. Ich konnte da ganz gut mit leben, dass da der eine oder andere dann halt mal irgendwie ein Schwert durch die Brust gestoßen bekam. Ich fand die sehr liebevoll ausstaffiert, die Personen. Das hat er, wie auch schon bei Die sieben Tode der Evelyn Hardcastle, sehr gut gemacht, dass man die einzelnen Figuren sehr schön auseinanderhält, dass jeder irgendwie interessant ist, jeder hat einen Background, keiner ist platt geblieben, alle haben eine Geschichte, mit der sie an Bord steigen. Und ja, ob das Schiff nachher tatsächlich Amsterdam erreicht, das ist dann die große Frage. Und vor allem, wer dann auf diesem Schiff noch am Leben ist, wer nicht und was mit diesem Aberglauben rund um den alten Tom es so auf sich hat. Das müsst ihr hier entdecken. Ich fand es ganz toll. 5 Sterne. Ich werde den nächsten Stuart Turton, der rauskommt, definitiv sofort wieder lesen und vorbestellen. Ich finde den Autor großartig. Der ist sehr intelligent. Das merkt man, wie er seine Geschichten konstruiert hat. Ich bin überhaupt nicht auf das Ende gekommen, fand das sehr überraschend und sehr gut. Und alle Fragen werden geklärt. Das ist auch mir immer ganz wichtig bei so Kriminalfällen, dass ich da nicht irgendwelche losen Enden habe. Auch das war total zu meiner Zufriedenheit. Und deswegen empfehle ich euch Der Tod und das dunkle Meer sehr. Vor allem jetzt für stürmische Herbstabende ist das genau die richtige Lektüre. Und das war der Lesemonat Oktober. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, meine Lieben, bis dahin, frohes Lesen!